Kennst du diese Art von Spielern, die nicht aufhören können, sich von links nach rechts zu lehnen und jedes Mal mit der Vector vor dir stehen? Diese Art von Spieler kann ich nicht verschwinden lassen, aber zukünftig wird ein Gunfight genau so aussehen. In diesem Video möchte ich dir eine Waffe empfehlen, mit der du jedes Mal die aktuelle Meta-Waffe Vector outgunnen kannst. Richtig, die Waffe, um die es heute geht, ist um einiges besser als die Vector und das Schöne dabei ist, du schaltest sie schon nach wenigen Minuten im Spiel frei. Möchtest du zukünftig nichts mehr verpassen rund um BattleBit Remastered, lass mir auf jeden Fall ein Abo da, gib dem Video einen Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Wir sind knapp vor den 1000 Abonnenten, deswegen wäre ich dir echt super dankbar, wenn du nochmal rein supportest, wenn du es bis jetzt noch nicht getan hast. Du hast es vielleicht gerade schon im Clip gesehen, heute geht's um die AK-15. Kurz zum Beweis, wie hoch eigentlich der Schaden der Waffe ist. Ihr seht's an dem Damage, an dem Hitmarker, 40 Schaden pro Kugel. Weil sich das so in der Form noch relativ schlecht mit der ziemlich starken Vector vergleichen lässt, werfen wir einmal ganz kurz einen Blick auf den Time-to-Kill-Vergleich Vector gegen AK-15. Die Time-to-Kill, die Zeit, die du brauchst, bis der Gegner umfällt, sehen wir hier einmal in Rot mit der AK-15 und in Orange wird die MP Vector dargestellt. Hier unten im Bereich werden die Meter angezeigt, also die X-Achse gibt den Distanzbereich an und hier oben sehen wir die Time-to-Kill, die es braucht, bis der Gegner umfällt. Auf dem ersten Blick wird dir klar, dass die orangene Linie die meiste Zeit über der AK-45, also der roten Linie, liegt. Das bedeutet so viel, dass die Time-to-Kill der Vector in wirklich 99,9% der Fälle schlechter ist als der AK. Zugegebenermaßen muss man relativ weit vorne schauen, denn hier befindet sich der relevante Bereich, also den, wo du typischerweise deine Gunfights haben wirst. Ich denke mal so bis 100, 150 Meter ist es relativ human zu fighten, sowohl mit der Vector als auch mit der AK-15. Mit Blick auf den ersten Meterbereichen, ich bewege die Maus hier einmal ein ganz kleines Stück drüber, wird dir auffallen, dass im Nahkampf so ungefähr bis 10, 15 Meter die Chris Vector eine minimal bessere Time to Kill als die AK-15 hat. Alles, was sich hinter 14 Meter befindet, ist Time to Kill mäßig von der AK-15 besser. Also wenn du vor einem Gegner stehst, ihr gleichzeitig auf Feuern drückt, eine identische Trefferquote habt, fällst du definitiv später um. Insofern, dass du die AK-15 in der Hand hast und der Gegner die Chris Vector. Wie gesagt, alles, was hinter diesem Distanzbereich hier passiert, ist Time-to-Kill-mäßig schlechter bei der Vector. Du hast immer mit der AK-15 einen Vorteil. Das Ganze gilt aber auch jetzt hier für die 100 Leben Basis-HP bzw. auch für Körpertreffer. Auf dieser Website kannst du dann natürlich auch noch einstellen, wenn du mehr Leben hast, entsprechend deine Rüstung anpasst. Aber auch wenn ich hier auf 112, 125, 143 oder 162 Leben klicke, tut sich bei der Time-to-Kill nicht allzu viel. Selbstverständlich wirst auch du immer einige Kopftreffer mit dabei haben, aber gerade im nahesten Nahkampf ist es doch immer relativ wahrscheinlich, dass du auf den Körper zielst. Bevor wir uns jetzt hier in den Zahlen verlieren, gibt es nochmal die Aufsätze, die ich auf jeden Fall bei der AK-15 einsetzen würde. Rückstoßmäßig ist die AK-15 auf jeden Fall schon ein bisschen anspruchsvoller, aber bei den Aufsätzen lässt sich perfekt der vertikale, aber auch der horizontale Rückstoß ausgleichen. Beim Visier nutze ich dann hier das Red Dot Visier, aber da kannst du ehrlicherweise irgendeins wählen, womit du am besten klarkommst. Ich würde keine zu weiten Scopes nutzen, weil dann der Visual Recoil nochmal ein Stück weit schlimmer wird. Auf jeden Fall bei der Unterlaufschiene den vertikalen Griff nutzen, um den Rückstoß besser unter Kontrolle zu bekommen. Gerade den horizontalen, super nervig, wenn der zu stark ist, den kannst du nämlich nicht ausgleichen. Deswegen der vertikale Griff. Obwohl wir bei der Unterlaufschiene ein wenig horizontale Rückstoßkontrolle dazu gewinnen, liegt der Fokus auf dem vertikalen, also dass du die Waffe weniger beim Schießen nach unten drücken musst. Das wird damit auch ein Stück weit ausgeglichen. Für den horizontalen, den ich eben angesprochen hatte, musst du dann den Flash-Hider draufpacken. Der verdeckt nicht nur optimal dein Mündungsfeuer, sondern verhindert auch das Wackeln von links nach rechts beim Schießen. Zu guter Letzt das Magazin. Hier kannst du entweder das Quick A spielen, da hast du zugegebenermaßen etwas weniger Schuss, oder Extended B. Die Extended A-Version würde ich auf keinen Fall spielen, die ist in jederlei Hinsicht einfach schlechter als das Quick Mag bzw. auch die B-Variante. Dafür brauchst du zwar mehr Kills, aber ehrlicherweise würde ich das nicht ausrüsten. Nutz entweder Quick A oder Extended B. Das war's. Hoffentlich gefällt euch die AK-15. Schießt ein paar Vector-Spieler weg. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr von der Waffe so haltet. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.